nicht stark sein. Heute will ich einfach schlafen gehen. Ich will nicht am Start sein. Allein. Das ist ein ganz, ganz simpler Song und ganz, ganz nah an mir dran. Den habe ich auf der Gitarre geschrieben. Ich spiele echt scheiße Gitarre. Das hört man auch auf der Aufnahme. Ich habe ihn auch eingespielt. Das war, mir ging es einfach überhaupt nicht gut. Und ich habe mich irgendwie von zwei Leuten, die mir super nahe standen und mit denen ich viel gearbeitet habe, getrennt, weil irgendwie das nicht geklappt hat, die Zusammenarbeit für mich. Und da ging es mir echt nicht gut und ich habe mich irgendwie super allein gefühlt. Daran merkt man erstmal, wie wichtig Menschen für einen sein können und fürs Wohlbefinden und für die Balance auch. Und da irgendwie an dem Abend hat nichts mehr für mich gestimmt. Ich wusste, dass es irgendwie die richtige Entscheidung ist und dass ich meinen Karriereweg alleine weitergehen muss. Aber das war, glaube ich, so eine der schwersten Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben. Und das ist dann, und dann habe ich mich halt hingesetzt und irgendwie Gitarre gespielt. Und dabei ist der Song entstanden. Und den hatte ich auch ganz lange, den habe ich nie jemandem gezeigt, weil der einfach so nah ist und so und mich sofort, der ist wie so eine Zeitmaschine für mich, der bringt mich genau wieder zurück an den Abend, als ich da saß irgendwie in meiner Wohnung und mir dachte, oh, was, keine Ahnung, du weißt gerade, du kommst gerade gar nicht klar. Und der ist auch in dieser Session an dem Abend, als wir Outro wiederentdeckt haben, haben wir auch diesen Song wiederentdeckt, weil ich bin irgendwie zur Toilette gegangen und hat Philipp den einfach gespielt für die anderen. Und war so, ey, der Song muss eigentlich auf dem Album sein. Der ist auch wichtig für mich und meine Geschichte und Reise bis zu diesem Album. Von daher hat das schon seine Richtigkeit, aber der ist sehr nah an mir dran. Ich höre den nicht. Ich mag ihn sehr gerne, aber ich höre ihn mir selten an.